1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Wer den CDU-Bundestagsabgeordneten für den Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen Thomas Bareis sucht, findet ihn normalerweise in der Nähe des Bundestages in Berlin. Heute ging es für Bareis allerdings nicht in den Bundestag, sondern in seinen Wahlkreis. Auf Einladung der IHK besuchte er den städtischen Kindergarten Neige in Balingen, der gleichzeitig auch als Haus der kleinen Forscher gerade neu zertifiziert wurde. Nicht nur die großen Forscher beschäftigen sich damit, tolle Dinge zu entwickeln. Auch die Kinder im Kindergarten Neige forschen zu allen nur möglichen Fragen. Dabei geht es den Erzieherinnen darum, bei den Kleinen Freude an den sogenannten MINT-Fächern, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, zu wecken. Thomas Bareis zeigte sich begeistert von dem Forschergeist, den die Kinder bereits an den Tag legen. Die Kleinen, die machen alle mit und es macht riesig Spaß. Und ich glaube, das ist auch das, was wir brauchen, dass wir auch da eine Grundlage schaffen für Technikbegeisterung, für Ideen und vielleicht auch dann die Grundlage, dass man später vielleicht auch mal in den Beruf einsteigt und dass wir dann auch die Menschen kriegen, die dann auch unsere Produkte und unsere Innovationen vorantreiben. Doch wie genau forschen die Kleinen eigentlich? Und was haben sie für Ideen? Adriano zum Beispiel hat ein Insektenhotel gebaut. Warum er das gemacht hat? Weil es dann mehr Bienen gibt. Moritz ist stolzer Raketenforscher. Bis ins All schafft es seine Rakete noch nicht, aber immerhin bis zur Decke des Kindergartens. Man braucht ein Feuerzeug, dann kommt man das so an und fliegt es nach oben, weil die warme Luft, die geht nach oben. Am Tisch nebenan bastelt Luis schon fleißig an der Elektronik und hat auch mächtig Spaß. Weil man dann alles zusammenbauen kann und dann kann man auch eine Erfindung machen. Jonas interessiert sich mehr dafür, wie das Licht in unsere Zimmer kommt und forscht an Lampen. Weil ich wissen wollte, wie die Lampen tun. Ob sie auch mit 3 Schalter tun. Ich habe einfach 3 Schalter ins Licht eingebaut. Die IHK sorgt dafür, dass die Angebote für die kleinen Forscher auch zur Verfügung stehen und koordiniert das Ganze. Die Kindergärten werden deshalb auch zertifiziert. Der Kindergarten Neige in Balingen hat vor kurzem seine 5. Zertifizierung erhalten. Da sind die Erzieherinnen natürlich mächtig stolz. Schließlich habe es auch in der Vergangenheit einige interessante Projekte gegeben. So hatte der junge Leonardo sich gefragt, ob denn ein Lollibaum wachsen kann. Ja, der hat doch einen Stiel. Und alles, was einen Stiel hat, wenn man es gießt, das wächst. Ganz logisch. Total toller Gedanke, wirklich. Und dann haben wir gesagt, klar, machen wir. Und da haben wir eingepflanzt und haben es dann gegossen regelmäßig. Aber wir mussten leider feststellen, dass es nicht funktioniert. Also es wächst kein Lollibaum. Und das hat Leonardo aber tapfer ertragen. Aber für ihn ging es, glaube ich, einfach auch nur darum, mal rauszufinden, würde es denn funktionieren? Die Frage, würde es denn funktionieren, hat mit Sicherheit schon einigen erwachsenen Wissenschaftlern schlaflose Nächte bereitet. Manch einer hat nach langer Grübelei eine Antwort auf diese Frage gefunden und damit die Weltmärkte erobert. Mit dem Projekt wollen die Verantwortlichen den Kindern allerdings eben keine schlaflosen Nächte bereiten. Es gibt ehrlich gesagt keine Ergebnisse darüber, ob das Haus der kleinen Forscher schon den ein oder anderen Nachwuchsingenieur kreiert hat. Aber das ist für uns auch nicht entscheidend. Wir sehen einfach die Begeisterung bei den Kindern und auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Kindertagesstätten, die das mit ganz viel Freude und Überzeugung mittragen. Wer weiß, vielleicht ist ja unter den Kindern im Kindergarten Neige einer, der später einmal etwas Besonderes erfinden wird. Den Erfindergeist sollen die Kinder schon jetzt einmal mitbekommen. Die IHK Reutlingen hat zum Beginn des neuen Ausbildungsjahres am 1. September noch rund 320 offene Lehrstellen in ihrer Börse, die auf einen passenden Azubi warten. Wer noch nicht fündig geworden ist, hat also immer noch alle Chancen. Denn die Unternehmen, so heißt es von Seiten der Industrie- und Handelskammer, würden bis zuletzt Bewerbungen annehmen. Gleichzeitig sind zum 1. Juli bereits über 1660 Ausbildungsverträge abgeschlossen worden, mehr als noch 2018. Hier hätten vor allem die kaufmännischen Berufe aufgeholt. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.